Durch den Latschin-Korridor führt die einzige verbliebene Straße, die die Konfliktregion Bergkarabach jetzt noch mit Armenien verbindet. Russische Friedenstruppen sichern die 55 Kilometer lange Strecke ab. Bauer Artashes Nazarjan ist auf dem Weg nach Armenien. Er transportiert junge Tiere in seinem Pkw, die für den langen Weg zu schwach sind. Ich habe Kälber im Auto, eine Decke und Matratzen. Wir werden auf dem Weg schlafen, damit wir Goritz erreichen können. Wir haben das Heu und alles hinter uns gelassen. Vielleicht kann ein anderer Wagen uns den Rest bringen. Das von Russland vermittelte Friedensabkommen nach wochenlangen schweren Kämpfen sieht die Rückgabe von 7 Distrikten. Von Armenien an Aserbaidschan vor, darunter auch den Distrikt Latschin und umliegende Dörfer wie Kirsavan. Wir haben in Kirsavan gelebt, aber weil es jetzt an die Türken fällt, verlassen wir das Dorf. Wir bringen das Vieh nach Goris. Das ist unser Leben. Mit den Türken meint die Frau Aserbaidschaner. Das Land hat den Konflikt durch massive militärische Unterstützung der Türkei gewinnen können. Das, was im Rahmen des Friedensabkommens vom 9. November vereinbart wurde, wird das Leben vieler Menschen in Bergkarabach grundlegend ändern.